Hey Freunde, heute gibt es mal ein Video zu Helden vs. Schurken, was meiner Meinung nach verändert werden muss. Und ja, bevor das Video beginnt, am 15. November werde ich auf Twitch livestreamen, und zwar Star Wars Jedi Fallen Order. Und ich hoffe, ihr seid dabei, und jetzt los geht's mit dem Video. In den letzten Tagen habe ich wieder mit ein paar Kollegen Helden vs. Schurken gespielt. Und zwar habe ich gemerkt, dass man kein Helden vs. Schurken mehr so richtig spielen kann, da die Helden, also vor allem die Helden, nur Machtfähigkeiten einsetzen. Und man wird rumgeworfen wie so ein Flummi oder wie so ein Tennisball. Wenn ich dann die Machtfähigkeiten einsetze, dann denken die Fähigkeiten sich so, nö, heute nicht. Die Helden haben entweder geblockt oder sonst was. Ich werde mal eine Stelle aus einem Gameplay raussuchen, oder aus diesem Gameplay. Und ich blende das dann hier ein, wenn ich es dann finde. Da würde ich mir als Verbesserung wünschen, dass man irgendwie als Held so ein Limit hat. Zum Beispiel, man hat irgendwie so viermal einen Machtschub, zum Beispiel bei Luke Skywalker. Wie gesagt, er hat viermal den Machtschub, wenn er die viermal verbraucht hat, dann hat er das bis zum Ende der Runde verbraucht. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie mehr so, dass man nicht immer auf diese Machtfähigkeiten schwitzt. Das würde ich irgendwie cooler finden als als wenn man immer wie so ein Flummi rumgeworfen wird. Dazu ist es halt so, wenn die Helden oder Schurken auf den Boden gefallen sind oder geworfen sind, stehen die direkt wieder auf. Bei mir ist es halt so, wenn ich auf den Boden gefallen bin, dann bleibe ich erstmal 10 Jahre auf dem Boden. Also ich habe auch noch mit meinen Kollegen darüber gesprochen, oder die haben das selber erlebt so. Und wie gesagt, ich würde mir halt eher wünschen, wenn es so richtige Lichtschwert-Duelle geben würde und nicht immer nur Machtfähigkeiten. Und wozu hat man eigentlich ein Lichtschwert, wenn man es eh nicht benötigt? Und das Lichtschwert, und was halt noch besser wäre, wenn die Gegner nicht alle zusammen auf einen zulaufen, weil das, wenn ich hier schon daran denke, bekomme ich Aggression. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und das war's jetzt von mir. In der nächsten Zeit gibt es ein Video, was ich mir wünsche für Star Wars Battlefront 2. Und ja, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Video. Ciao. Taktiken zahlen sich für die dunkle Seite aus. Du klammerst dich an die Hoffnung. Weißt du, was ich bin? Der Imperator der Vernichtung schlägt wieder zu. Seid auf halber Strecke zu Ruhm und Ehre. Mal sehen, wie dein kleiner Blaster beschossen schmeckt.
einer Kanu-Serie. Skywalk über die Konkurrenz. Und jetzt stirb! Neuer Schloss für die Mistress. Die Kill-Serie der Schurken geht weiter. Der tödliche Sohn von Datomir erkämpft sich den Weg zum Sieg. Oh.